Ja, Mimi, gestern gab es zum ersten Mal seit November letzten Jahres die erste Niederlage gegen den SSV Jahn Regensburg. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, sehr schade erstmal, glaube ich, weil Regensburg ein bisschen anders gespielt hat, als wir das in der Analyse hatten halt. Klar, eine unangenehme Mannschaft gewesen, aber sie haben nicht das Pressing gespielt so, was sie die letzten Spiele gespielt haben. Umso ärgerlich ist es eigentlich, dass wir gerade beim 1-0, ja, dass sie da unsere eigenen Fehler bestrafen. Und klar, ich glaube, erste Halbzeit war viel Ballbesitz von uns, aber auch viel Ball hin und her geschieben, nicht wirklich in die gefährlichen Räume gekommen. Ich glaube, wenn wir 0-0 in die Halbzeit gehen, dann sagt auch keiner was. So ist es halt natürlich blöd, ne? Am Ende kriegst du dann kurz vor der Halbzeit so einen kleinen Nackenschlag halt mit dem 0-1. Ja, kommt zweite Halbzeit raus, Marc, super Freistoß. Besser kann man den, glaube ich, nicht schießen. Bringt uns zurück ins Spiel. Leider scheinbar mental nicht so wirklich, weil so richtig hat er, ja, dass wir so ein bisschen Aufschwung gekriegt haben oder so, oder dass wir gesagt haben, jetzt sind wir dran. Ja, wurden wir dann 10 Minuten später, glaube ich, wieder zurückgeholt, dann auch so ein bisschen. Ja, und dann muss man am Ende auch ganz ehrlich sagen, auch Glück gehabt, dass Regensburg die Chancen am Ende nicht so konsequent nutzt. Wir haben dann noch Glück mit dem Pfostenschuss, mit dem Lattenschuss nochmal, dass es nicht ganz unangenehm wird halt und eine ganz empfindliche Niederlage. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, muss man ganz ehrlich sagen, war kein gutes Spiel von uns und am Ende auch zu Recht 2-1 dann zu Hause verloren. Ja, das ist auch heute noch schwierig zu sagen. Wir haben uns wieder viel vorgenommen fürs Spiel, konnten es aber leider Gottes nicht ganz so umsetzen. Haben in der ersten Halbzeit es nicht geschafft, im Übergangsspiel das Ganze wirklich schnell von hinten nach vorne zu bringen. Sind dadurch auch nicht wirklich torgefährlich geworden. Ja, dann kriegen wir hinten durch einen individuellen Fehler kriegen wir das 0-1 direkt vor der Halbzeit. Das ist dann sehr, sehr bitter. Dann sitzt man in der Kabine und ja, gucken sich alle an und es ist einfach ein blödes Gefühl. Haben es dann aber ja, mit dem Wiederanpfiff haben wir es dann richtig gut gemacht. Freistoß machen direkt den Anschlusstreffer. Das war natürlich stark, aber haben es dann leider nicht geschafft, diesen Aufwind mitzunehmen und kriegen dann relativ schnell auch wieder dann das Gegentor und laufen dann eigentlich so ziemlich die restliche Spielzeit dem Spielgeschehen so ein bisschen hinterher. Natürlich viel versucht, aber im Endeffekt hätten wir, wenn wir ehrlich sind, auch hätten das eine oder andere Gegentor mehr bekommen können, was die Regensburger dann nicht gut ausgespielt haben. Ja, und so verliert man dann auch zu Hause. Regensburg hatte hinten raus noch ein paar Chancen. Liegt es daran, dass ihr mehr aufmachen musstet? Klar, ist dann natürlich auch irgendwo eine Erklärung halt, ne? Du versuchst dann nochmal alles nach vorne zu werfen. Wie der Trainer vorm Spiel auch schon gesagt hat, ne, ist es dann wild geworden im Spiel, ne? Viele lange Bälle dann auf einmal, wurde auch ein bisschen hektischer dann. Klar, und dann war es einfach so, dass wir trotzdem das Glück dann irgendwo hatten, ne, dass es nur ein Tor war. Und wie gesagt, wenn du es dann selber vielleicht nochmal erzwingst und einen dreckigen, ekligen Punkt mitnimmst, dann sagt am Ende keiner was. Aber wie gesagt, am Ende muss man sagen, war es kein gutes Spiel von uns. Passiert auch in der Saison, wird uns nicht umwerfen. Sprechen wir drüber und dann am Freitag geht es weiter gegen Bochum. Frank Schmidt hat hinten raus nochmal ziemlich offensiv gewechselt, wollte dadurch natürlich mehr Druck erzeugen. Warum hat das nicht geklappt? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich denke, dass wenn jemand reinkommt, steht es außer Frage, dass jeder versucht hat, sein Bestes zu geben. Und ja, warum das jetzt im Einzelnen nicht geklappt hat, liegt ja nicht am Trainer oder so, sondern an den Spielern. Der Trainer hat versucht, nochmal einen offensiven Impuls reinzubringen. Das denke ich auch gut so, weil ich meine, wir liegen hinten und da braucht man offensive Spieler. Und ja, wir haben es einfach nicht geschafft, den finalen Ball, muss ich mich selber mit reinnehmen. Heute keine guten Flanken geschlagen. Über die letzten Spiele, denke ich, immer gute Bälle gebracht, aber heute einfach 4 schlechte Bälle reingebracht. Das war überhaupt nichts. Und wenn die Bälle dann nicht kommen, dann ist es auch für die Jungs vorne schwierig, Tore zu machen. So, und dann hat das nichts damit zu tun, wer ausgewechselt oder eingewechselt wurde, sondern wir haben es einfach nicht vernünftig fertig gebracht, den Ball vors Tor zu bringen. Alles klar, danke schön. Gerne. Danke, Mühe. Bitteschön.